Gerald Hauser von der FPÖ ist am Wort. Herr Präsident, geschätzte Frau Minister, geschätzte Herrn Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, Kollege Strasser, die Frage ist nicht biologische Landwirtschaft, konventionelle Landwirtschaft. Die Frage, die sich stellt, ist, schaffen wir es in Österreich überhaupt, die Landwirtschaft zu erhalten, die gegen massive internationale Konkurrenz kämpft? Das wird überhaupt die entscheidende Frage sein, denn es wird keine Kulturlandschaft, keinen Tourismus ohne Berglandwirtschaft und ohne Landwirtschaft geben. Und das Wichtigste, ob jetzt Biolandwirtschaft oder konventionelle Landwirtschaft, ist der Absatzmarkt. Und jetzt in Ihre Richtung, sehr geehrter Herr Minister Anschober, gesprochen, Absatzmarkt bedeutet Tourismus forcieren. Und was ich heute vermisst habe, ist, Sie haben jetzt also eine Pressekonferenz abgehalten und uns mitgeteilt, dass ab 15. Juni weitere Erleichterungen eintreten werden. Was wir vermisst haben einerseits ist, dass Sie da wiederum sehr inkonsequent waren und zum Beispiel die Mitarbeiter im Tourismus weiterhin Mund-Nasen-Schutz tragen müssen, auch nach dem 15. Juni. Wie soll denn der Markt funktionieren, wenn die Mitarbeiter ihren Gästen, ihren Kunden also mit dem Mund-Nasen-Schutz gegenübertreten, ist die eine Sache. Die nächste Sache ist, die Sperrstunden werden auf 1 Uhr verlängert. Wieso wird die Sperrstundenregelung nicht überhaupt aufgehoben, aber man lässt die Betriebe arbeiten, damit sie überhaupt Umsatz und Absatz machen kann? Eines generell auch zur Behandlung oppositioneller Anträge. Wir haben also heute Vormittag über Anträge abgestimmt, betreffend Mund-Nasen-Schutz. Wir haben über Anträge abgestimmt, Aufhebung der Sperrstunden. Was haben Sie gemacht? Sie haben diese Anträge hier pauschal abgelehnt und 2, 3 Stunden später machen Sie Pressekonferenzen und stellen sich nicht der Diskussion mit uns hier im Hohen Haus. Das ist kein Umgang mit der Opposition, mit uns allen. Und ich darf also den Kollegen Fuchs schon bestätigen in seiner Aussage, Sie reden mit uns, aber Sie hören uns nicht zu. Und das bedauern wir unglaublich. Zur Landwirtschaft. Ich bin ein Vertreter der Berglandwirtschaft, das wissen Sie, und wir unterstützen die Berglandwirtschaft. Kollege Josef Hechenberger, das weißt du auch, wir unterstützen die Berglandwirtschaft, aber die Zahlen an sich sind ja wirklich dramatisch. Aus Osttirol nur ein paar Zahlen. In Osttirol sperrt alle 14 Tage leider Gottes ein Bauernhof zu. Bezogen auf die Rinderbetriebe. 1961 haben wir noch 2.575 Rinderbetriebe gehabt, 2019 1.253, minus halbiert bitte. Oder Milchproduzenten, 81.000 Milchproduzenten, jetzt nur mal 490 Milchproduzenten. Das geht so weiter. Da müssen wir einschreiten, das müssen wir stoppen. Und ich habe schon mehrmals hier im Hohen Haus eingefordert, dass wir die Ausgleichszahlungen speziell für die Berglandwirtschaft erhöhen müssen. Es gibt ja immer noch diesen eklatanten Einkommensunterschied zwischen den durchschnittlichen Einkommen in der Landwirtschaft, siehe grüner Bericht, und den Einkommen in der Berglandwirtschaft. Wir müssen diese Lücke schließen. Wir müssen verhindern, dass unsere Bauern abwandern. Das ist das Entscheidende, Frau Minister. Und das ist der Ansatz, wo wir diskutieren müssen. Nicht unbedingt, ob biologisch, nicht biologisch. Wir brauchen sowieso beides, weil das ja auch eine Frage der Kunden ist. Und wenn ich jetzt eine aktuelle Umfrage da noch schnell zitieren kann, weil dieses Lampele leuchtet schon wieder auf. Mehr als 90% aller Konsumenten wollen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und wissen Sie, wir haben jetzt Arbeitslosigkeit, wir haben Kurzarbeit. Es ist auch eine Frage des Geldes, ob man sich natürlich qualitativ höchstwertige Produkte leisten kann. Also auch hier werden wir einsetzen müssen und darauf schauen müssen, dass wir unsere Lebensmittel am heimischen Markt unterbringen und nicht schauen, dass wir günstige Lebensmittel aus dem Ausland importieren müssen.